Ja, hallo, grüße dich. Letztens hatte ich eine Runde mit 5 verschiedenen Gesprächspartnern, einen Zoom-Call mit einem etwas größeren Softwarehersteller, darunter mehrere Geschäftsführer unterschiedlicher Bereiche, Marketingmanager, Vertriebsleiter etc. Und an einem Punkt fragte mich einer der Geschäftsführer, eine sehr, sehr wichtige und eindeutig ins Ziel treffende Frage: Wie skalierst du? Denn ich hatte so ein bisschen erklärt, woher ich komme und was ich so mache und warum ich mich von meinen Mitbewerbern absetze, ganz vehement sogar absetze, wie zum Beispiel ja, reine Telemarketing, B2B-Häuser oder auch reine Webagenturen oder grundsätzlich irgendwelche Werbeagenturen, Old Fashion. Ja, also ich habe da so ein bisschen mein USP eben hier zurechtgelegt und es hat ihnen auch recht gut gefallen. Und dann so auf halber Strecke, so nach 10 Minuten, fragte mich eben dieser eine Geschäftsführer: Wie skalierst du? Ja, und das ist eben eine sehr, sehr entscheidende Frage. Und diese Frage, ja, oder dieses Thema liegt extrem häufig auch auf dem Tisch der Diskussion sozusagen mit meinen kleineren Kunden, sprich mit Kunden, die jetzt nicht so groß waren wie dieser Softwarehersteller mit mehreren hundert oder vielleicht sogar knapp 1000 Mitarbeitern, sondern mit Unternehmen, also Kunden von mir, die vielleicht noch eine Zwei-Mann-Armee sind. Ja, einfach 2 Techies, 2 IT-Experten in irgendeinem Spezialgebiet, sei es in der Schnittstellenprogrammierung, ist es ja häufig so, dass man einfach eine Zeit lang sich da draußen eben seine Expertise zusammengesammelt hat und dann sich entscheidet, okay, wir machen uns jetzt selbstständig, wir wollen einfach unser eigenes Ding machen und wir brauchen auch in Deutschland mehr Unternehmer und das ist eigentlich letztendlich auch das, warum Länder wie die USA und so weiter so erfolgreich sind, diese ganzen Tech-Giganten dort eben jetzt die Welt dominieren, weil man einfach die Techies, die Ingenieure einfach viel, viel mehr ja, Drive haben, sich selbstständig zu machen, auch mal ja, hinzufallen, wieder aufzustehen und all diese Dinge. Und ich habe eben Kunden, die sind, sagen wir mal, zwischen 2 und 7 Mitarbeiter oder sowas und all das ist noch sehr, sehr klein im Grunde. Und genau diese Frage, wie skalierst du, die steht da immer sehr stark im Raum. Und es gibt eigentlich nur eine, sagen wir mal, seriöse Antwort auf diese Frage. Und die lautet: Gar nicht. Also erstmal gar nicht. Also weil die Frage ist ja, zielt darauf ab. Okay, mein lieber Geschäftsführer, in dem Fall jetzt sagen wir mal mich in dieser Runde, besagten Runde, oder sagen wir mal jetzt ein Geschäftsführer einer meiner Kunden, wo eben nur 2 Techies, also nur 2 IT-Experten eine Firma gegründet haben und das vielleicht auch schon seit 10 Jahren sehr erfolgreich machen, aber eben nur zu zweit und nie wirklich so vom Umsatz her über 500.000 rauskommen, eher noch sehr viel weniger als wie 500.000, ja. Und das ist letztendlich auch nichts anderes als wie ja, ein etwas besser bezahlter Angestelltenjob, nur mit den ganzen Nachteilen eben eines Selbstständigen beziehungsweise eben auch den Vorteil eines Selbstständigen. Aber man kommt dann nicht so richtig in die Gänge. Man hat also nicht so richtig ein Unternehmen eigentlich am Laufen, sondern ist einfach mehr oder weniger nur so ein bisschen ja, ein etwas besserer Freelancer. Und die einzigste seriöse Antwort auf die Frage, wie skalierst du, ist erstmal ja gar nicht, weil ich kann ja nicht mich sozusagen 1:1 duplizieren, ja, einfach mal so, ja, sozusagen hier 5 oder 10 oder 20 Thomas dahin machen, ja, oder Meyers oder Müllers, ja. Und aber es ist eine Sache, die schon viele, viele, viele vor uns gemacht haben und da gibt es natürlich auch eine Methode dazu. Ja, und hier mal kurz ein paar Beispiele, falls du zum Beispiel in dieser Situation sein solltest, dass du auch sagst, okay, ich habe eigentlich eine Zwei-Mann-Firma oder sowas, ich bin noch in den Anfängen, da möchte ich mich selbstständig machen und tatsächlich halt auch ein bisschen skalieren, ja, mit dem Experten-Know-how, denn es gibt 2 große Unterschiede. Du kannst sehr gut erfolgreich sein und auch gutes Geld verdienen als Experte, du kannst aber noch erfolgreicher sein und noch besseres Geld verdienen als Unternehmer. Und der Unternehmer, der auch gleichzeitig Experte ist, ist meistens immer noch, sagen wir mal,
eine sehr beschränkte, vom Umfang her beschränktes Unternehmen. Ja, der kommt meistens nicht so recht über eine gewisse Umsatzgrenze hinaus. Das heißt, irgendwann mal, ja, sagen wir mal so in 2, 3 Jahren, 4, 5 Jahren, in einem gewissen Timeframe, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, musst du als Experte, der sich selbstständig gemacht hat, irgendwann mal auf den Punkt kommen, dass für dich eine gewisse Anzahl von Leute arbeiten, die jeweils in ihren Unterbereichen, und daran liegt auch die Lösung, mehr Experte sind und in der Summe nochmal mehr Expertise du in deiner Firma eben ansammeln kannst und an deine Kunden weitergeben kannst und verkaufen kannst, als wie du eine alleine jemals zutage bringen könntest, egal wie viel du drauf hast auf dem Kasten. Ja, und die Firmen oder die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die zum Beispiel, sagen wir mal, 100, 200 oder 300 Mitarbeiter schon haben, da ist der Geschäftsführer aber auch irgendwann mal selber Programmierer oder selber dies, selber das, selber jenes, hat sich als Experte selbstständig gemacht, als Projektleiter, ja, Consultant, was auch immer. Und ist aber dann sozusagen nach einem Abstand von 3 bis 5 Jahren meistens, wenn es richtig gemacht hat, nicht mehr so tief drin in den ganzen Einzelheiten und Feinheiten. Dafür hat er dann jeweils wieder Experten, ja, die für ihn arbeiten. Und das ist der einzigste und der einzigst richtige Weg und die einzigst richtige Antwort, wenn es darum geht, wenn es um die Skalierfrage geht. Und die ist mitunter, ja, mit die wichtigste Frage überhaupt zu beantworten, wenn es um wenn es darum geht, als Experte, Berater da draußen Geld zu verdienen. Also ich bin ja spezialisiert auf den IT-Bereich. Also ich berate sehr, sehr erfolgreich eben meine Kunden aus dem IT-Bereich. Aber das gilt auch für alle anderen Bereiche. Ich habe auch einige Unternehmensberater, die sozusagen weniger IT-affin sind, aber jetzt auch teilweise in die IT-Welt reintauchen, wie zum Beispiel Lean Management 4.0 und so weiter. Habe ich jahrelang Kunden, die halt jetzt auch langsam IT-Lösungen mit in ihr Portfolio packen. Letztendlich, ja, vermischen sich viele Bereiche, weil einfach alles digitaler wird und einfach alles IT-lastiger. Ja. Aber das ist die einzigste richtige Antwort auf diese Frage. Und wenn du es nicht schaffst, ich habe Kunden, die sind schon seit 10 Jahren unterwegs und immer noch zu zweit oder zu dritt oder zu fünft oder zu siebt, dann hast du halt letztendlich noch nicht kein richtiges Unternehmen als solches, sondern bist halt einfach nur, sagen wir mal, eine kleine Gruppe von Experten oder Freelancern. Und dann wird es halt auch ziemlich schwierig, sagen wir mal, in eine Region zu kommen, dass du sagst, ich mache jetzt im Jahr siebenstellige Umsätze, das wären dann quasi 6-stellige Umsätze im Monat, beziehungsweise vielleicht sogar irgendwann mal 8-stellige Umsätze im Jahr. Und ja, so viel, so weit, so gut zu dem Thema, weil ich das auch letztens nochmal gefragt worden bin in irgendeinem Kommentar, glaube ich, auf meiner Facebook-Gruppe. Da wurde ich das auch nochmal gefragt. Ich bin ja dann in unterschiedlichen Gruppen noch unterwegs, wenn es darum geht, Unternehmertum, Selbstständige und so weiter. Schau dir einfach mal unten bei meiner Akademie vorbei. Da bringe ich eben ja Leuten, also Kunden bei, die, sagen wir mal, zu zweit sind, zu dritt, zu viert, sehr, sehr hohe Expertise haben, einfach nicht so richtig in die Gänge kommen, sich zu skalieren. Hier, also mir schon ein paar Tipps eben gegeben, aber vielleicht noch nähere Tipps. Und dann grundsätzlich auch einfach, wie du sozusagen noch ein bisschen deinen Umsatz ankurbelst, ja. Und noch ein paar Tipps. Hier unten siehst du einen Link, da kannst du dich dann einloggen und dort dir eben meinen Videokurs holen oder auch eine Face-to-Face, One-to-One-Beratung und verschiedene Dinge, die ich da auch in Zukunft noch verstärkt anbieten werde, denn auch ich digitalisiere mich immer weiter und entwickle mich immer weiter, ist ja auch völlig logisch, so wie alle anderen eben auch. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, dass du wieder mit dabei warst. Also meine Abonnentenzahl, die ja steigt ja auch stetig an. Letztens hatte ich einen Abonnenten aus Leim, einen werten Kollegen, eine Marketingagentur, ja, sozusagen um die Ecke. Also herzlichen Dank für das Abo. Ja, jedes Abo ist natürlich auf so einem B2B mehr oder weniger Kanal wie dem hier, wo du jetzt das Video siehst. Ist jedes Abo natürlich so viel wert wie auf manchen B2C-Kanälen 100 Abos. Ja.
Und von daher vielen Dank auch für dieses Abo. Vielleicht kriegen wir ja noch die 100 voll. Ich sag mal, diesen Monat oder spätestens nächsten Monat. Und dann würde es mich freuen, wenn wir irgendwann mal auch auf die 1000 kommen. Dann bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Kleins, wenn es wieder heißt Mission Success, mein Freund. Mission. Ja. Wenn es wieder heißt, schau rein, dein Thomas Klein. Ciao, ciao. Happy Hunting. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und Happy Hunting. Dein Thomas Klein, schau mal wieder rein bei meinem YouTube-Kanal. Und gib ihm einen Daumen hoch, wenn du es bis jetzt gesehen hast, dann hat es wahrscheinlich auch gefallen, das Video. Kannst du auch kurz mal eine Sekunde investieren, Daumen hoch zu geben. Das mag der Google-Algorithmus, dann hilft uns allen und all diejenigen, die eben noch ein bisschen Probleme haben oder ja, beim Skalieren, beim Wachstum ihres Unternehmens. Bis dann, ciao, ciao.